So, überprüfen wir doch mal mit unserer Wiederholung die Torlinientechnologie, um zu sehen, aus zwei Perspektiven, ob der Treffer regulär war. Und da sehen wir, dass die manchmal umstrittene Technik nicht geirrt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit bloßem Auge zu erkennen gewesen wäre. Hier war alles korrekt.